Hallo, ich bin Marcel, mache hier am Gran Turismo 7 weiter auf der PS5. Ich gehe jetzt hier ins Café, für die Sachgottes, die drei Autos, die ich vorhin schon reingeschaut habe. Es gibt ein Studium der Autogeschichte, immer eine Trophäe immer erhalten. Ich habe jetzt einen japanischen Kleinwagen abgeschlossen. Du kommst, ich habe es geschafft, alle drei Autos zu bekommen. Diese Sammlung also komplett und ich kann eine Geschichte über die Autos erzählen. Okay, wir reden später weiter. Also. Können wir schauen, dass wir die Autos an. Zulassen, machen wir doch. Wird ihr Wissen vertiefen und zu neuen Entdeckungen führen. Für das Abschließen eines Menüs. Okay. Verfügbarkeit. Das soll bedeuten, Roulette-Ticket, Sie haben ein Ticket, okay. Lizenzcenter, ein Polyvillon ist jetzt verfügbar. Okay. Okay, erklärt sich selber, ich denke so. Neulinge mögen sie leicht zu handhaben sein. Ich denke so, Japaner sind berühmt für ihre technischen Leistungen. Okay. Ja, Dieselmotor in diesem Demio der vierten Generation gilt als ein von Mazda Meisterwerk. Okay. Neben der Honda Fit Hybrid der dritten Generation das treibstoffeffiziente Auto von Japans. Okay, und schließlich der Toyota Aqua, noch ein Hybrid, der eine hohe Kraftstoffeffizienz und ein tolles Handling mitbringt. Okay, wie Sie sehen, dass Sie die viele Kleinwagen geschafft zu absolvierter Klassik können zu werden. Okay. Okay, stellen Sie Ihre Können im Lizenzcenter auf die Probe. Menüprüfung erhalten. Okay. Besuchen Sie das Lizenzcenter und schauen Sie, ob Sie die B-Lizenz erwerben können. Wieso nicht? Sie müssen Sie kein Auto sammeln. Stattdessen möchte ich, dass Sie sich das Lizenzcenter ansehen. Okay, indem Sie Lizenzcenter erwerben, können Sie Fähigkeiten verbessern. Wenn Sie probiert haben und alles selbstbewusst zu fahren, können Sie versuchen, in allen Herausforderungen gut zu erreichen. Probieren doch. Beginnen Sie mit dem Sie der erste Herausforderung National B-Lizenz Bronze oder besser halt, okay? Falls Sie Bronze in der Tasche haben, kommen Sie zurück und berichten es mir. Also, machen wir doch. Stellen Sie Ihr Können und Berater im Lizenzzentrum auf Verweis, machen wir doch. Lizenzzentrum, okay. Grüß Sie. Und da, hey. Sarah, das ist Lizenzcenter. Schön. Diesem Ort erlernen die Fahrtechnik, die Sie benötigen, um Fahrzeuge unter Kontrolle zu halten. Und erlernen die Lizenz, die Fähigkeit für die Bestätigung. Den bestandenen Prüfung erhalten Sie Lizenz. Hier können Sie auch Tests, wie sehen Sie, okay, trainieren Sie, um in dieser Welt schneller und stärker zu werden. Okay? Hey, willkommen im Lizenzcenter. Ich bin Daniel Solis, Ihr Coach für die National B-Lizenz. Okay. Bin ich ein Gran Turismo-Fahrer aus der regionalen Nordamerika. Okay. Sie können hier Ihre Fahrkünste verfeinern, angefangen mit der Grundlage wie Fahren, Lenken und Anhalten. Okay. Kommen Sie mir, probieren es aus. Jo, heißt Start anhalten. Okay. Ganz ruhig fahren Sie einfach weiter geradeaus. Okay.
Zuziehen wird sich etwas am Strecken aus, damit hinten zum Bremsen dient. Okay. Zu diesem Punkt erreicht, steigen Sie in die Eisen, bis Sie zum Stehen kommen. Alles klar? Jo, danke. Danke. Ein guter bekommen. Jawohl. Du verlassen Dings. Okay. Ballone freigeschalten. Okay. Highspeed-Ring, okay. Bei dieser Frage geht es wie in B1 um das Bremsen. Der einzige Unterschied ist das schnelle Auto, okay. Dass Sie die Bremsen früher betätigen müssen. Wollen wir doch mal. Gut, das klingt schön. Ich habe verlassen. Weiter. Die Belohnung wieder ein bisschen. Ein bisschen Geld, ein Kilometer. Okay, Grundlagen der Kurve. Okay. Also, Petro 3 heißt Grundlage der Kurvenfahrt. Eins, dessen Ihre Lenkfähigkeit in einem Rechtskurve. Okay, begibt sich mit dem Grundlagen der Kurvenfahrt, dass Sie die Rechtskurve nur mit dem Lenkrad nehmen. Okay, bleiben Sie auf der Strecke und halten Sie den Winkel auf das Hemming bei der Kurve im Auge, okay. Ja, doch. Jawohl, danke für gut. Hallo. Bis Kilometer, etwas Geld, $3000, 2,3 Kilometer. Okay. Machen wir weitere Kategorie B4. B4 heißt Grundlage der Kurvenfahrt 2. Es ist das wie B3 nur mit einem schnelleren Auto. Okay. Exakt dieselbe Kurve wie die B3, der einzige Unterschied. Daher können Sie die Kurve nicht mit Vollgas nehmen und müssen vor dem Einlenken vom Gas gehen oder bremsen. Okay. Das gibt's doch nicht! Der Knall.
Jawohl. Hey. Auch gut. B5 heißt Grundlagen der Kurve 3. Hier müssen Sie auch eine Reihe aufeinanderfolgender Kurven fahren. Das ist gut. Finden Sie die richtige Lenkrhythmus und nutzen Sie die Gesamtheit der Strecke. Moment. Jawohl, jetzt längt's. Längt's. Wenn ihr gut kaut, verlasst nicht. $8 Kilometer, $4.000 gibt's. Das nächste. Ah, da sieht ja wohl Viertelleid. Z, das sieht sportlich aus. Das ist jetzt für einen. B6 heisst Grundlage der Kurvenfahrt 4. Okay, hierdurch fahren Sie dieselbe aufeinander Kurven, wie aber mit einem schnelleren Auto. Okay, das können wir doch. Verlassen. Das sind ja 4000 Dollar. 6 Kilometer. Müssten wir jetzt immer noch 8 müssen wir noch haben für ein Ding, für etwas. Tagesziel zu erreichen. Doch hier. B7, Trail Mountain. Okay, in B7 Grundlagen der Kurven lernen wir die Grundlagen des Bremsens bei Kurven. Okay. B7 gibt es ein Bremsen. Sie müssen Ihr Tempo verringern, bevor Sie in die Kurve fahren. Suchen Sie die richtige Stelle zum Bremsen abzupassen. Wo bin ich doch mal? Ganz. Ja, mal jetzt hat es gelangt. Glemmt das Ding. Die 7 Kilometer, noch nicht ganz. Oder am Haus hat gelangt. Ein Sternroulette-Ticket, ein Ticket-Tages. Tages Training Belohnung, okay, verfügbar. Okay. Farmmarathon abgeschlossen. Okay. Bereit.
B8. B8, Grundlagen der Kurve 6. Kurve 6 werden die in S-Kurve auf dem Panorama Circuit zeigen. Okay. Geben müssen Sie auch die visuelle Referenzpunkte auf der Strecke finden, um im richtigen Moment zu bremsen. Okay. Achten Sie darauf, wo vor der Kurve einfach auf ausreichend abzubremsen. Das ist entscheidend für ein gutes Ziel. Okay. Hey. Jawohl, das langt. Verlassen, wird gut, hat es gelangt. Ganz ist er verlassen. 4000 Kreuz hat er und 3,8 Kilometer haben wir da. Das B9, was wir hier machen. Okay. B9 Grundlagen der Kurvenfahrt 7 lernen Sie als über die mittelschnelle und langsame Kurve. Okay. Sehr herrlich, fahren Sie durch zwei Kurven. Okay. Sie beginnen mit einer mittelschnellen Kurve, gefolgt von einer langsamen. Okay. Um Ihr Auto stabil zu halten, stellen Sie sicher, dass das geradeaus fahren, wenn Sie bremsen. Okay. In die Kurve, yes. Und plus machen wir die mal. Für diese Prüfung haben Sie eine nationale B-Lizenz. Schlussprüfung müssen Sie eine Reihe von Kurven durchfahren. Nutzen Sie die Fähigkeitstechnik, die Sie bisher erlernt haben, um mit diesen Kurven fertig zu werden. Okay, machen wir das. Alles, was Sie gelernt haben. Und wenn Sie diese Prüfung mindestens Bronze erreichen, erhalten Sie eine Lizenz. Viel Glück dabei. Ja, danke, probiere es. Das gibt's nicht. Das ist dann zurück, was anderes. Licht des Dings. Dann was soll das sein? Mit Belohnung freigeschaltet. Da, nein, nicht das Zielpunkt, gibt es 8 Kilometer dazu. Dann haben wir die National B-Lizenz erhalten. Okay, da habe ich das Training. Dann
Nicht, was gerechnet wird, aber. Okay. Das ist ein Auto. Wie ist das? Glückwunsch zum Erhalten Ihrer nationalen B-Lizenz. Ein neues Geschenkauto wurde in Ihre Garage geschickt. Ah, cool. Okay. Der reicht noch nicht ganz für Stufe auf sich. Okay. Willkommen zum Erhalten der National B-Lizenz. Ich bin Cookie Lopez und zuständig für die National A-Lizenz. Okay. Dann trete ich für mein Heimatland Spanien als Gran Turismo-Wettkampffahrer an. Okay. Wenn Sie die Prüfung von A1 bis A10 meistern, erhalten Sie eine Lizenz der Klasse National A. Okay. Mal. Gut, nur ein kurzer Ausschlag, bevor Sie beginnen. Haben Sie automatische Bremsfunktion benutzen? Nein. Wenn ja, würde ich vorschlagen, das Fahren ohne zu lernen. Ja, mache ich auch schon. Das zu erreichen, ist schneller die 100 Zeit. Und beende das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich like, falls es gefallen hat. Dann lasst mir ein Abo da. Tschüss zusammen.